Die Arbeitsgruppe Medienkompetenz und Digital Divide, also digitale Spaltung, hat sich mit der Frage befasst, inwieweit das Internet dazu beiträgt, Chancengleichheit in der Informationsgesellschaft herzustellen. Diese Frage ist von mehr als 80% der Teilnehmer an der Befragung dahingehend beantwortet worden, ja, das Internet hat das Potenzial, Chancengleichheit herzustellen. Das Ja, aber kam dann in den vielen Kommentaren, die wir zu dieser Frage bekommen haben, und überwiegend war die Ansicht, dieses Potenzial wird zurzeit noch nicht ausgeschöpft. Bildungsunterschiede, soziale Unterschiede, genau das, was man eben als Spaltung der Gesellschaft bezeichnet, spiegelt sich dann letzten Endes auch wieder und zeigt, dass die digitale Spaltung tatsächlich noch vorhanden ist, wenngleich eben sehr begrüßt wird, dass das Potenzial des Internets da ist, dass die Möglichkeit besteht, mithilfe des Internets tatsächlich hier diese Spaltung zu überwinden und soziale, aber auch Bildungsunterschiede dadurch zu überwinden, dass Medienkompetenz vermittelt wird, dass Menschen lernen, Informationen aus dem Internet zu ziehen und damit diese Spaltung überwinden können.